Lagos. For me, Lagos is as beautiful as the sunshine. Lagos is an artistic space. Nigeria, Africa is an artistic space. Everything about us, our profession, everything is art. Eine permanente Bühne für mich, weil man natürlich niemals in der Masse abtaucht. Weil dadurch, dass es hier so wenige Touristen gibt, auch wenige Europäer, wenige Weiße, ist es einfach so, dass man ständig gesehen wird. Lagos ist irgendwie Penetration. Das haut voll rein. To me, Lagos, in one sentence, Lagos for sure. That is what they say. You come to Lagos, it's a grand festival. Lagos for sure. Well, what makes performance art good? Very interesting question. But I'm a little bit concerned about the word good. It's like you're asking, what is good art, what is bad art? Eigentlich, wenn ich nach guter Kunst gefragt werde, dann zitiere ich immer Namjoon Paik, der sagt, es geht nicht darum, Regeln zu erfüllen, sondern neue Regeln zu erfinden. Und in dem Moment, wo es darum geht, ein Spiel, das es schon gibt, zu lernen, ist es eigentlich uninteressant. Sondern Kunst, das heißt eigentlich immer, ein neues Spiel zu entwickeln. A good work of performance art is the work that evokes thought, provokes introspection, and makes you think about possibilities. It broadens your outlook and makes you refresh your world viewpoint. Performance Kunst ist für mich eigentlich dann gelungen, wenn direkter Austausch passiert, also wenn eine Kommunikation stattfindet. Das ist auch bei Theater so, aber das kann ich, glaube ich, übergreifend sagen für Kunst. Wenn irgendwie der Funke überspringt, wenn es irgendwelche Gefühle auslöst, auch schlechte Gefühle, gute Gefühle. Und wenn es einen nicht loslässt danach, also wenn es nachwirkt, wenn die Bilder nachwirken, wenn man sozusagen in den Tagen danach immer wieder drauf zurückkommt und Neues für sich entdecken kann. So. The performance part of it, because it's supposed to be an art that you respond to, you know, it's supposed to be an art that fuses other genres of art. It's not solitary, you know. It makes use of other art forms somehow. So if you can successfully put this together, then I think you qualify to be a performance artist. Der erste, der mit mir hier war, war Dennis Feser, dann im Januar 2012.
kurz nach dem Streik, der natürlich sehr viel verändert hat, also der Generalstreik hier in Nigeria, der erste unblutige Massenstreik, hat die Künstlerszene oder auch die gesamte jüngere Generation hier enorm bestätigt. Auf dem Weg vom Rand ins Zentrum der Millionenmetropole Lagos. Der Kurator des Festivals Lagos Live begleitet seinen ersten Künstler bei seiner Suche. Dennis Feser braucht einen Ort für seine Videoperformance. Und jetzt, im Januar 2012, auch noch ein Thema. Es ist eine Fahrt ins Ungewisse, ins Herz der afrikanischen Megacity. Also ich glaube, das sehe ich immer wieder als meine Aufgabe an, und das ist auch gerade am Anfang von so einem Prozess, weil Lagos Live Festival ist ja erst so der erste Schritt für eine längerfristige Zusammenarbeit, einen Raum zu schaffen, der den Künstlern und Künstlern eine Sicherheit gibt, in der sie arbeiten können. Weil das ist natürlich schon hier, also für die nigerianischen Künstler, die nach Deutschland gekommen sind, und für die deutschen Künstler, die nach Nigeria gekommen sind und alle anderen drumherum, also die Österreicher, die aus dem Sudan, aus Äthiopien, aus Benin Republic, schon einfach auch fremd. Also selbst für einen Tänzer aus Benin ist Lagos jetzt nicht Alltag. Die Stadt ist einfach wahnsinnig groß, ist wahnsinnig hektisch, ist wahnsinnig anstrengend. Und genauso ist das natürlich für einen afrikanischen Tänzer in Berlin oder in Düsseldorf oder in Frankfurt. Und deshalb war große Teile meiner Arbeit, den Leuten eine Sicherheit zu geben und ihnen einen Raum zu geben, auf dem sie erstmal gucken können, austauschen können, Recherchen machen können und dann den Mut haben, eine eigenständige Position zu entwickeln, weil für ganz viele einfach schlicht die Arbeitsbedingungen sehr, sehr fremd waren. April 2012. Saha und Ina treffen ein, im ganz normalen Chaos von Lagos. Sie sind Teil des Performance-Kollektivs Monster Truck aus Berlin. Auch für sie beginnt die Suche. Etwa 7 Monate noch bis zum Abschlussfestival für das 50. Goethe-Jubiläumsjahr. Performance Festival deswegen, weil das genau das ist, was wir eigentlich die ganzen 50 Jahre über auch gemacht haben. Wir bieten eine Plattform für junge Künstler, die aus Deutschland kommen, die aus Nigeria kommen, aus anderen afrikanischen Ländern kommen, und diesen Austausch, der durch diese Plattform dann auch kreiert wird, geschaffen wird, das ist das genau das, was wir hier, wofür wir hier stehen und was wir auch machen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, das Beste ist, einfach das auch zu präsentieren, ein Festival daraus zu machen, Leute einzuladen aus Deutschland, aus Österreich, aus Nigeria, wie gesagt, Kamerun und Angola sind auch dabei, und diesen interkulturellen Austausch auch zu zelebrieren mit einem 4-tägigen Festival. Zu Gast bei einem wichtigen Radiosender in Lagos. Festivalleitung und Teilnehmer machen Werbung. Es ist Dezember 2012. 1,5 Jahre nach Beginn der Planung hat das Festival begonnen. Okay, after the first rest, I'll go.
Classic FM 97.3, the station that plays every song you know. Adi Bantu there with that one, Lagos Jump, another taste of what you get at the celebration. That's right, 50 years in Nigeria, the Goethe Institute, and all the performances, all the events will be at the Freedom Park here in Lagos, so you can run down there and have some fun this weekend. Right, it's all about live acts, performances, dance, Photography, Video Art and Music. It's the Lagos Live Festival. It's Obwohl wir sehr stark auf die junge Generation setzen und sehr stark auf die Zukunft, auf das Experimentelle setzen, sind diese 50 Jahre wahnsinnig präsent, also auch im Publikum. Die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die afrikanischen Künstler, die in den 50 Jahren mitgegangen sind, sind auch hier und diskutieren natürlich alles, was sie jetzt auf den Bühnen sehen, vor dem Hintergrund dieser 50 Jahre. Ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr gelungener Abschluss des Festivalsjahres ist. Warmlaufen vor dem Goethe-Institut. Die Parade zum Festivalauftakt. Der Umzug soll das Interesse der Leute wecken. In einer Stadt, in der viele nicht lesen und schreiben können. Lagos Live ist, glaube ich, zuallererst mal ein Freiraum für mich gewesen, wo ganz viel nicht funktioniert an Regeln, die ich mal gelernt habe irgendwie, aber gerade dadurch ganz, ganz viel möglich ist. Gerade kreativ macht dieser Raum, den Lagos bietet, viel möglich. Für die eingeladenen Künstler, die zum ersten Mal mit Lagos in Berührung kommen, ist das Chaos, der Verfall, die Energie dieser Stadt Inspiration pur. Auch bei Dennis Feser hat das gewirkt. Seine Videoinstallation für das Festival hat besonders viel von dieser Atmosphäre eingefangen. In einem Satz. Miteinander streitende Prothesengötter. Prothesen, Körperausformungen, das ist das Leitmotiv von Dennis Feser seit Jahren. Also in der traditionellen Wahrnehmung ist es eben so, dass wenn das Werk des Künstlers mit dem Künstler zusammenfällt, dass das als besonders authentisch gilt und als besonders wahrhaft. Ja? Dass die Leute den Eindruck haben, dass sie dann dem Künstler auch besonders nahe kommen können. Das kann sein. Ich nutze das eher für eine ironische Brechung und entziehe mich dem dann wieder. Aber gerade in der Frühzeit der Performance war es eben so, dass das durchaus auch was war, was die Künstler erzeugen wollten. Und das ist natürlich eine spannende Sache, diese Authentizitätsversprechen einfach zu hinterfragen. In Lagos hat Dennis Feser dafür einen fast magischen Ort gefunden.
Das Haus von Alan Vaughan Richards, einem der bedeutendsten Architekten in der Geschichte der Küstenstadt Lagos. Die Zeit scheint hier stillzustehen, auch im April 2012. 1956 ging der Engländer nach Lagos. Bis in die 80er Jahre hinein prägte Alan Vaughan Richards die Stadt. Sein eigenes Haus ist eine gelungene Mischung aus Moderne und Tradition, aus Europa und Afrika. Der ideale Ort für den Videokünstler und seine Frau. Ich bin mir einfach sicher, dass an jedem anderen Ort der Erde das ein Nationalheiligtum wäre und jede Schraube wäre erforscht und da wäre eine Käseglocke drüber und man kann da nichts mehr machen. Ja? Raimi meinte ja dann einfach, klar kannst du da arbeiten. Ja? Also wir gucken irgendwie, dass das dass jemand da ist, der dir die Tür aufmacht und mach, was du meinst. Und das war natürlich großartig. Das war ja letztlich auch unsere Probebühne sozusagen. Die andere Bühne, das Dach des Goethe-Instituts. Mitten zwischen den Hochhäusern. An einen Antennenmast bindet Dennis Feser elektronischen Abfall und lässt sich dabei von zwei Kameras filmen. Der E-Waste, den wohlhabende Nationen wie etwa Deutschland an Länder wie Nigeria loswerden, spielt eine zentrale Rolle in seiner Arbeit. Am Ende entsteht eine fast schon natürlich grün schimmernde Skulptur. Und eine Flut an Bildern und Geräuschen. Diese Flut muss Dennis Feser, wieder zu Hause angekommen, ordnen. Es ist Oktober 2012. Der Künstler in seiner Werkstatt im Rheingau. Ihm bleiben nur noch 2 Monate bis zum Festival. Einen Teil hat er bereits verarbeitet. Aus den vielen Aufnahmen werden Schnipsel herausgesucht und wie bei einem Musikvideoclip aneinander geschnitten. Die verschiedenen Drehorte werden miteinander kombiniert. An exciting es entsteht eine aufregende Essenz. Multiple places. Zurück in Lagos, Dezember 2012, kurz vor dem Festival. Die Arbeit ist fertig, die Besucher können kommen. Ich kenne Dennis auch schon mehrere Jahre, hatte auch seine letzte Arbeit in dem Festival, was ich in Frankfurt kuratiert habe, co-produziert, die dann in Oberhausen eben ausgezeichnet wurde. Und die große Qualität von Dennis Fesers Arbeiten oder in dem Rahmen dieses Festivals, das sich ja sehr stark mit Körper und Körperpolitik auseinandersetzt, ist, dass Dennis für mich, obwohl er das selber vehement abstreitet, für mich sehr stark eine Performance-Prägung hat, also dieses Arbeiten mit dem eigenen Körper, dieses
diese, nennt es ja Körperextensionen, hat für mich eine unheimlich performative Qualität. Also Dennis selber sagt ja, dass er purer Videokünstler ist und dass das eigentlich nur Videoarbeit sind, aber ich finde, das hat immer noch so einen Live-Charakter und den schätze ich sehr. Und da er durch seine Arbeit in Brasilien diese ganze postkoloniale Schiene schon mal durch hatte und eben auch durch die ganze afrikanische Kultur, die in Brasilien ja sehr, sehr präsent ist, da einen sehr spannenden Ansatz zu hatte, war das jemand, der für mich von Anfang an auf der Liste war. Und ich mir auch sicher war, da ich seine Arbeiten kannte, dass er hier was finden würde, was er machen konnte. Die Arbeit ist dann sehr, sehr anders als das, was wir ursprünglich mal irgendwie in Frankfurt besprochen haben. Aber ich war mir da sehr sicher, dass der hier gut herpasst. Während ich im Januar ja in der Position war, hier rumzureisen und alle möglichen Leute kennenzulernen, und dann sozusagen mich für einzelne Leute zu entscheiden, wo ich dann sozusagen in die Tiefe gehen kann, kommen jetzt hier einfach relativ viele Leute und die jetzt hier rumgucken und Lust haben, mit mir zu reden, reden halt mit mir, und das ist dann deren Entscheidung jetzt viel mehr. Also es gibt tatsächlich gerade eine ganze Menge intensive Gespräche und Kontakte, und das ist sehr viel intensiver als das, was ich jetzt in Deutschland so kenne. Anlaufpunkt Freedom Park. Und mittendrin das zweistöckige Atelier. Direkt neben Dennis' Ausstellung laufen noch letzte Vorbereitungen. Edson hat den Sprung gewagt, vom Pressefotografen zum Konzeptkünstler. Lagos Live fördert nicht nur den Austausch zwischen nigerianischen und deutschen Künstlern, sondern öffnet sich auch vielen anderen Ländern. Nachdem die Ordnung klar ist, werden die Arbeiten aufgehängt. Klischees und alte Rollenbilder aufbrechen, das haben sich viele Künstler des Festivals zum Ziel gesetzt. Besonders deutlich wird das bei den Foto- und Videoarbeiten. Draußen vor der Galerie geht es dagegen weniger beschaulich zu. Ein LKW voll mit Rinderknochen, zum Teil noch verwesend. Es sind die Vorbereitungen für eine Live-Performance des nigerianischen Künstlers Jelili Atiku. Ein Hauch von Tod weht durch den Park. Und die Leiterin ist wenig begeistert. Kurator Martin Barsch muss beschwichtigen, doch ohne die Knochen wäre diese Performance wohl kaum möglich. Beyond boundary. So, we couldn't stress it. Yeah. Okay. Jelili, yeah, okay, go ahead. Yeah, I'm around. Okay, no problem. Thanks a lot.
Rückblick. Sommer 2012 in Kassel. Documenta. Treffen mit Jude Anoghwi. Ohne ihn hätte der Kurator Martin Barsch viele, gerade politisch arbeitende Künstler in Nigeria, wohl nur schwer entdeckt. Jude hat unglaubliches Wissen über den gesamten afrikanischen Kontinent, weil er einfach so viel reist und auch diese ganzen Workshops macht. Also was bei Jude auch einfach toll ist, dass er so einen unheimlichen Fokus auf die junge Generation hat. Er hatte dieses Goethe-Trainee, also die Documenta lädt, zu jeder Documenta gibt es in Zusammenarbeit mit den Goethe-Instituten weltweit, ich glaube 7 oder 8 Stellen für Trainees, die komplette Documenta, also die ganzen 3 Monate mit begleiten, und da bewerben sich wahnsinnig viele Leute weltweit drauf, und Jude war einer von diesen 7 oder 8, und das hat mich auch für ihn wahnsinnig gefreut, dass er das gemacht hat. Also da merkt man auch, dass dieses Goethe-Netzwerk natürlich funktioniert. The Documenta was a very enriching experience for me. The Documenta, that was my first time ever. So it was really a very enriching experience for me as an artist, because it opened up my perspective to the global perception of art and artwork. And I think it also helped me to really understudy the German art culture, contemporary art culture, and how well it can feed back into our own system and structure. The preparations were quite intense, I can tell you. For me personally, I wouldn't speak for others. I know really it was quite engaging also for my co-curator Martin, who made several visits to Lagos. And we met in Kassel, and I understood the pressure, that strong intent to actualize the idea. Performance Arbeiten haben natürlich einen Umraum, haben einen Kontext, haben eine gesellschaftliche Relevanz in dem Land, die sie vielleicht im anderen Land nicht haben. Also Arbeiten von Alafosi Koki, die sich sehr stark mit feministischen Positionen auseinandersetzt, die wären wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Galerie in Hamburg sehr schöne Arbeiten, sehr schöne Kunst, aber da würde jetzt wahrscheinlich niemand sich große Sorgen machen darüber, ob das jetzt
zu kritisch ist. Und hier in Lagos ist das natürlich eine extrem avancierte Position, weil es kaum feministische Positionen hier gibt. Genauso wie mit Andrew Isibos Arbeit über den Generalstreik. Das ist natürlich schon nicht unbedingt gewollt von den Machthabenden hier. Also dieser Generalstreik als solcher schon nicht. Und dann die Dokumentation, dass es auch noch quasi dann durch den Kunstraum irgendwie nochmal geadelt wird, das sind schon viele Diskussionen dabei. So Andre Seba's work was one of the outcome of the protest, and quite a lot more came out of it. The artist visualizes what others can't see. The artist interprets what others can't really relate to. The artist dimensionalizes everyone's dream. So I think art is the most beautiful aspect of every human life, because it's something that should help us to reason better and proper. And it did for Nigeria in January 2012. And I'm happy we're rounding up the year brilliantly with art and the Lagos Life Festival, which has really enriched the cultural content of this state. Einen schillernden Teil dieser Kultur repräsentiert auch Mudia Haya. Seine Arbeiten schocken gleich im Eingangsbereich der Festivalgalerie. Provocative. In a sentence, I'll describe my art as art that hopes to make you think. Sorrow, tears and blood, the importance of culture. In Mali, the first thing they attacked were the manuscripts. In Afghanistan the same thing. So culture has always been a very big tool. Mudia Haya ist auch jemand, den ich sehr früh schon hier getroffen habe, schon gleich bei der zweiten Residenz. Er hatte damals eine Einzelausstellung im CCA, im Center of Contemporary Art, das von BC Silver hier in Lagos gemacht wird. Und was so ein Kristallisationspunkt ist, wo ganz viele Künstlerinnen und Künstler von Yabatec, also von der Universität, der Kunsthochschule, als auch den anderen Umfeld zusammenkommen. Und dort habe ich die Ausstellung von Mudia Haya gesehen. Raptured Landscapes hieß die damals. Und für mich ist Mudia Haya jemand, der einfach eine unheimlich spannende Position in diesem ganzen seltsamen Konstrukt Nigeria hat, weil er sowohl die Yoruba-Seite als auch die muslimische Seite, sowohl die europäische Kunst als auch die afrikanische Kunst, sowohl die verschiedenen Verhältnisse von Fashion, Porträtfotografie bis hin zu sehr konzeptionellen Kunstarbeiten abdeckt. Er hat eine unglaublich breite Spanne hier. To be who I am. I have to take a photograph, I have to make a film, I have to interpret the world through creativity. Without art, I don't think life would be worth living. And despite the fact I did engineering, I have had a strong pull towards creativity. My father is an engineer, and he'd always tell his friends that my son is an engineer, but he's an artist, and I don't get it. The Lagos Life Festival means a lot to me. It means the bringing of two cultures that are very dominant on their continents. It's, to me, the beginning of a step to building unity in the world. Culture now is the biggest
bridge, I would say. After the ideological war, there's no more political ideology. It's now a war of culture, so to speak. So when you understand another person's culture, you get to understand them better. You understand their world viewpoints, and you understand how to live with each other in harmony. So it's good where Europe meets Africa, Africa meets Europe. Things like this should happen more often, not only on the African continent, but in other continents. It would be nice for Africa to go to Europe and say, this is who we are, not in an exhibitionist way, but in an interactive way where you have artists mingling with each other and sharing ideas and talking about the world from their own world viewpoints and sharing these ideas. Run around with all, everybody. Oh, perfect, perfect. Yeah, tomorrow are you here as well? Of course. Just these few days have been a bit mad. Okay. For this festival, it was very interesting to find out how people saw my art. I spoke to Dennis, the German performance video, very similar to what I do. I really like his work, and it was nice to see how my work met his and how his work entered into my world, you understand? His work had a lot to do with video performance, while mine has a lot to do with photographic performance, and they are both camera-based forms of performance, you know? Berlin im Sommer 2012, ein halbes Jahr vor dem Festival. Dennis ist zu einer Ausstellung von Moody gekommen. Gespräche über gemeinsame Projekte. Zwei Künstler, die sich verstehen und die sich gefunden haben durch das Festival. Moody ist natürlich jemand, der einfach ein ganz präziser Denker ist. Es gibt Künstler, die arbeiten sehr spontan, gerade in dem Performance-Bereich, sehr enthusiastisch. Und es gibt Leute, die sind eigentlich eher ruhig, die sind sehr präzise und sehr konzeptuell denkend. Und das ist eigentlich auch was mir persönlich nahe liegt. Auch hier klappt die Verständigung. Kurator Martin Barsch mit seiner nigerianischen Co-Kuratorin Oyinda Molufake im Büro des Institute Office in Lagos. It was really interesting working with Martin because this is my first performance festival and Martin is so versed and so knowledgeable in curating festival and curating performance. So really for me it was a learning curve. I'm really fortunate for him to have brought me in on this project. Oyinda Molufake ist so in der zweiten Hälfte mit ins Team gekommen. Das war zu der Zeit, als Jude Anokwi eben dann zu Documenta nach Kassel das Traineeship bekommen hat und gesagt hat, er muss sich jetzt ein bisschen rausziehen. Er hat einfach nicht so Zeit, mich noch durch die Gegend zu führen. Und hat dann seine Kollegin Oyinda vorgeschlagen, die ich bis dahin noch nicht kannte. Und das funktioniert von Anfang an wahnsinnig gut. Oyinda ist halt jemand, der noch mal stärker von der Videokunst kommt, von der bildenden Kunst kommt. Ich habe dann eher so den Live-Part gemacht. Marc-André Schmachtel war der dritte im Team, der sehr stark dann sich aufs Musikprogramm konzentriert hat. Und ich glaube, dieses Dreieck, Oyinda, Marc, ich, hat unheimlich gut funktioniert, weil mit jedem Künstler, den Marc irgendwie aufs Tapet brachte, mir dann wieder jemand eingefallen ist. Also zum Beispiel dieses Konzert am Anfang, Kesiah Jones, wo Marc sagte, das ist Herzblut für ihn, Kesiah Jones in Freedom Park auf der Bühne zu haben, wo ich dann gesagt habe, so, ja, aber da fehlt doch irgendwie was, jetzt nur er mit der Klampfe. Und dann eben Native ins Spiel kam, der vom Graffiti kommt und jetzt in dieses Graphic Novel reingeht und ich das ein unheimlich gelungenes Konzert fand, wo eben dieses Sprühen Lagos durch den Fleischwolf von New York, Paris, Erfahrung gedreht, dann wieder auf diese Bühne nach Hause gekommen ist. Also auch Native und Kesiah haben gesagt, das ist hier zu Hause. Auch wenn sie in Brooklyn wohnen, auch wenn sie in Paris wohnen, auch wenn sie sonst wo wohnen. Und das lädt natürlich so eine Arbeit auch unheimlich auf.
mosquito kills a million microbes. No sanitation in our prison. You can't say I'm on vacation, they won't listen. You got to catch the policeman, cause he ain't gonna let you go. Versuchen es eigentlich mit starken Bildern eine konstruktive Irritation auszulösen. Vielleicht kann man das so sagen. Das ist so unser Anliegen. Das System der Monster basiert natürlich sehr stark auf Material, auf großen Bildern, auf auflastbaren Alpen, Plastiktannenbäumen, Schneemaschine, Würstchenbraten und so weiter. Das ist ja eine Gruppe, die jetzt nicht schon eine Narration hat, aber keine textbasierte Narration hat. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es diesen Materialüberfluss, den man natürlich in Deutschland manchmal auch einfach so, man geht in den Baumarkt und kauft sich einfach 1000 Stück von irgendwas, hier nicht hat und alles sehr, sehr schwierig zu beschaffen ist. Aber ich war mir sehr sicher, dass die was mit dieser Stadt Lagos anfangen konnten und dass ihre Ästhetik, dieses sehr fantastische und überbordende an Bildern hier gut funktionieren konnte. Mitten hinein in den Freedom Park, auf eine andere Kunstinstallation aus Stahl und Eisen, haben die Künstler von Monster Truck eine deutsche Geisterbahn gebaut. Eine aufwendige Installation, ihr Aufbau, kraftzehrend, nicht nur in der Mittagshitze. Die Vorbereitungen waren tatsächlich ziemlich kompliziert. Unsere Arbeit ist sehr, sehr prozessorientiert. Das heißt, dass eigentlich bis zum letzten Moment vor der Premiere immer noch Änderungen gemacht werden. Und es können auch radikale Änderungen sein. Und das ist natürlich sehr schwer gewesen, sozusagen über diese zwei Kontinente hinweg so prozessorientiert zu arbeiten. Also man müsste eigentlich, musste sehr viel im Vorhinein schon festlegen. Im März 2012 ist noch alles offen. Beim ersten Treffen mit Martin Barsch in Berlin
geht es vor allem um Lagos, um die Stadt, den Moloch. Darum, was die ersten beiden der Monsters dort erwartet. Saha und Ina werden in ein paar Wochen losziehen. Erste Erkundungen in der Fremde. Wir wollten ja ursprünglich sozusagen mit irgendwie nigerianischen Geschichten arbeiten oder mit diesen Masquerades hier oder mit Ritualen von hier. Und dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, wir können das gar nicht. Wir können als Deutsche nicht uns irgendwie etwas herauspicken, vielleicht ein imposantes Kostüm, was uns gut gefällt und das irgendwie in unsere Arbeit einbauen. Da sind so viele Zuschreibungen drin, so viele Codes, die wir überhaupt nicht verstehen. Wir können das nicht machen. Wir haben dann gemerkt, nein, wir müssen eigentlich was aus unserer Kultur mitbringen. Und dann haben wir natürlich sehr schnell an die deutschen Märchen gedacht und weil sozusagen dieses ganze Mystische und haben eben bei den Brüdern Grimm gelesen und lustigerweise haben die tatsächlich auch im Dezember 2012, ist das 200-jährige Jubiläum der Herausgabe des Märchenbuchs der Brüder Grimm. Und da haben wir eigentlich gemerkt, damit wollen wir arbeiten und wollten halt sehen, wie funktioniert sozusagen das Übertragen auf Nigeria. Ist das auch hier interessant, der deutsche Wald, die deutsche Hexe, die deutsche Kultur, die wir so ein bisschen ironisch uns vorgenommen haben, also eben auch Schublattler-Tanz bei der Eröffnung, den wir mit zwei nigerianischen Tanzcompanies gemacht haben und dann wir im Dirndl und in der Lederhosen und verkaufen deutsche Würste und so. Bariga, ein stark bevölkertes Armenviertel südwestlich vom Murtala-Flughafen in Lagos. Die Hoffnung auf ein besseres Leben wird hier oft enttäuscht. Doch gerade hier gibt es eine der bedeutendsten Tanztheatergruppen von Nigeria. Seit 1996 existiert The Crown Troupe of Africa. Ihr Kopf und Herz ist der künstlerische Leiter Segun Adefila. Saha und Ina sind Mitte April 2012 auf dem Weg zu ihm. Seine Gruppe wird Teil des Festivals und auch Teil ihrer Schuhplattler-Performance. Autor, Künstler, Tänzer, Choreograf. Segun Adefila ist alles in einem. Well, where I come from, art is not broken down into compartments. Art is a fusion of all the genres of art. You know, dance, music, drama, poetry, chants, all fused together. So it's called total theater, visual arts, you know. So I try not to fall into the category of I'm a dancer, I'm an actor, I'm a singer, I'm a this. I'm just an artist. The curator, for instance, came to our base in Bariga. We had discussions, we rehearsed, we talked about the concept and all of those things. And that was also very, very enriching because that's why it was easy for me to see how very sometimes different
differently we see what performance art means to different cultures. I'm African and I had to work with Europeans and we have different, you know, perception of what it means. Umplanen. Der gewohnte Probeort ist zu klein für diese Vorführung. Tänzer und Gäste müssen ein paar Straßen weiterziehen. Troop of Africa, probably most of you pretty know, I'm ruining the dance floor, I realize. Probably most of you know Segun and the Crown Troop from Africa, based in Bariga and been involved in many, many, many shows and pieces. Maybe some of you have joined the parade yesterday, they've been involved in that as well. Der Freedom Park war ein Glücksgriff für die Macher des Festivals. Eine Oase inmitten der Hektik. Jetzt eine Kunstoase, mitten in einer Stadt, in der viele Menschen vor allem Überlebenskünstler sind. Der Erfolg dieses Festivals hängt, glaube ich, unheimlich mit Freedom Park zusammen. Wo sonst hätten in Lagos so viele Dinge gleichzeitig geschehen können? Dieses Gelände ist auch noch sehr, sehr groß und unter 500 Besuchern sieht es hier einfach leer aus. Das hat bisher wahnsinnig gut funktioniert. Bisher waren wir jeden Abend voll in allen Orten. Also einfach das Festival auch einfach 4 Bühnen hat, 2 Ausstellungsräume, die Konzerte. Aber ich glaube, das ist auch eine Qualität von Lagos Live, dass es ganz verschiedenen Leuten mit ganz verschiedenen Backgrounds eben sowohl der Bildungselite als auch den Tänzern, sowohl den Leuten vom Mainland als auch den Leuten von den Inseln, jedem irgendwas anbietet. Jeder findet sich so ein bisschen wieder, sei es im Konzert, sei es in der Fotografie, sei es im Tanz oder in der Performance. Da passiert einfach unheimlich viel. Don't hug. Don't sleep. Don't go to shower. And don't have sex. Don't kiss. In your language, if you want to kiss, okay. You want to kiss somebody in the mood, you do it like this. You just touch of the lips. Mm-hmm. So I'm going to do that. What are you doing? Okay, let me tell you something. For example, now, you have a wife. Yeah. Your wife is a very good Christian. Thank you.
Return of the smartphone, bitch. And the north of Lagos lived the Fatogun family. Once there had been a very wealthy family with 9 sons and as many daughters. In the oil of gladness, somebody shout hallelujah! Hallelujah! But some of you say, the oil is gone. Gelöste Freude über ein funktionierendes Festival an seinem Höhepunkt. Das Konzert des Deutsch-Nigerianers Adebantu mit Kultkünstlern des Afrobeat der 70er Jahre. Good evening, Lagos! Good evening, everybody! No girls celebrating Kirtan 50. We are Afropolitans, we are Afropeans, we are Afro whatever the Afro calls. Die Künstler, die jetzt bei uns jetzt eingeladen worden sind, die sind durch die Bank alle begeistert von Lagos und wollen wiederkommen. Und wir haben dadurch halt auch so ein paar Lagos-Botschafter, Nigeria-Botschafter irgendwie bekommen für das Festival, aber auch für weitere Aktionen. Und genauso andersherum. Also es ist ein Festival, was natürlich auch dadurch erlebt wird, dass Künstler miteinander agieren, miteinander sich austauschen. Und da sind jetzt auch schon Folgeprojekte entstanden mit nigerianischen Künstlern und deutschen Künstlern, die, denke ich, genauso wichtig sind wie das Festival selbst. Also auch diese Interaktion zwischen den Künstlern hat sich als sehr bereichernd erwiesen. Never in my wildest dreams did I think this would happen. Der Deutsch-Nigerianer Adebantu hat gemeinsam mit anderen Künstlern wahre Schätze des Afrobeat ausgegraben. 3 Kultmusiker der Szene aus den 70ern, heute alle selbst in den 70ern oder deutlich darüber. Die Elders. Ein Hauch von Kubas Buena Vista Social Club weht plötzlich durch den Freedom Park. Mr. Paulson! Großer Empfang auch für ihn, Orlando Julius, vielleicht einer der berühmtesten. Seine Alben verkauften sich selbst in den USA. Eine Rückkehr in goldene Zeiten. Und dann ist da noch Fatai Rolling Dollar. Unglaubliche 84 Jahre alt und auf der Bühne, als wäre er nie weg gewesen.
on the Elders! Gemeinsam mit den jungen Künstlern spielen die Elders, wie sie respektvoll genannt werden, einen der größten Hits. Und geben dem Festival so einen zauberhaften Ausklang. Okay, let's see number one.